Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge hier von Space Engineers, natürlich hier auf Microhazard TV. Ich bin der Ice Dragon und begrüße euch zusammen mit dem Heiko. Hallo. Hallo. Hier bei uns auf unserem kleinen Planeten. So klein ist er ja gar nicht, aber wir sind hier fleißig am Bauen, wie ihr seht. Ich baue die Dragonfly um, ich tue sie ein bisschen universeller einsatzfähig machen. Nö, dafür fehl. Ich mache sie jetzt universal nutzbar. Ich habe sie ja auch so ähnlich platziert. Das ist runtergefallen. Wir möchten ja, dass das Schiff hier voll funktionsfähig ist. Werde trotzdem auch noch einen Notreaktor einbauen, einen kleinen zumindest. Der ist nicht dafür da, um damit zu fliegen, wirklich, ne? Der ist eigentlich wirklich nur dafür da, um irgendwo quasi wirklich Not zu landen und mit Hilfe des Reaktors die Batterien vielleicht so minimal wieder aufzuladen, um damit zurückzukommen. Zu mehr ist der Reaktor gar nicht gedacht. Okay. Meine Notreaktoren hier. Der Reaktor wird nicht drehen lassen. Warum will er das nicht? Also gedreht habe ich jetzt, aber er will sich dran passieren lassen. Guck mal, was du für Probleme hast. So, du willst einen großen Reaktor platzieren. Naja. Der fällt immer wieder ab. Jo. Achso, ich habe kein Material dafür. Oder? Ach, da hier unten noch einen Weg. Hält doch. Danke. Ja, du musst nur. Hast du auch die, so ein gelbes Teil da gehabt? Ja. Mysteriös. Ich brauche alles. Ja, und vor allem brauchst du 95 Reaktorkomponenten. Jo. Wofür wir erstmal Silber brauchen. Was wir nicht haben. Ja. So, da ist gebaut, Jetzt muss ich nur noch die Triebwerke fertig machen und dann wäre mein Schiff wieder startklar. Wenn ich die kleinen Triebwerke jetzt noch fertig mache, die ich ergänzt habe. Ich werde auch mal so auf die kleine Blöcke mehr runtergesetzt. Unter den Reaktor. Ja, aktuell nicht. Du müsstest unten hier anfangen beim Verbinder. Da könntest du anfangen. Oder du kommst von der Seite. Vorbei, außen. Ja, die Blöcke haben nicht überall Andockpunkte. Du kannst aber an der Außenseite. Aber hier kannst du ansetzen. Da kannst du ansetzen. Ja. Vielleicht bräuchte ich lieber unten unter rein. Da geht's ja auch. Aber halt nicht direkt darunter, sondern erstmal quasi hier und dann kannst du auch da setzen. Okay. Hm? Vergesst das Schweißen nicht? Ja. Ach stimmt, dieser Schweißen. Und da ist jetzt wichtig, die Dinger hängen nicht an dem Förderbandverbinder hier dran, ne? An dieser Förderbandleitung. Die hängen am Reaktor dran. Deswegen, dieses Förderbandteil hier, das hängt nur am Container oben dran. Das hat außen leider keine Andockpunkte. Ich frag mich nicht warum, ich weiß es nicht. Aber. Also es wäre sinnvoll, dass du den Verbinder noch so ein bisschen einbaust links herum. Ne? So ein bisschen noch. Ja, ich bin ja nicht fertig. Ich sag's. Ich will nur vermeiden, dass das halbe Schiff auseinanderbricht. Ich habe schon mal sowas gehabt. Ich habe einen Block abgenommen. Hatte ich zwei Hälften. ja, ist dann blöd, weil dann musst du das ganze halbe Schiff wieder abbauen. Und neu dran bauen. Und eine Hälfte, dann suchst du die kleinere Hälfte und baust die wieder ab. Und baust die neu wieder ran. Ja. Deswegen baue ich halt immer außen eine Karosserie drumrum. So nach dem Motto. Und ja, aber naja, wird schon. Hier ist noch drei Blöcke dran. Achso, ich muss noch die Baumaterial mitbringen. Ich brauche ja noch Baumaterial. So, gucken wir mal. Wer hat denn da gerade geschrieben bei WhatsApp bei mir?
Da gucken wir den Reaktor noch nicht so zu bauen, dass wir da nicht mehr rankommen, nicht beschweißen. Am 21. Juni wird also der neue DLC für den Bausimulator erscheinen. Okay, okay. Weil da wird die Deluxe Edition erscheinen, laut Amazon. Und demzufolge wird dann auch der DLC da erscheinen. Was hast du gerade noch gesagt? Was? Davor? Keine Ahnung. Du weißt, dass die ganze Metallplatte gerade nur an dem Reaktor dranhängt? Nein, ich habe gesagt, ich sollte so viel freilassen, dass ich den Reaktor noch schweißen kann. Ja, das ist richtig. Allerdings, solltest du aus Versehen den Reaktor wegnehmen, fällt die ganze Metallplatte unten ab. Ja. Nur mal so gesagt. Aber ich will keinen auf Klugscheißer machen, deswegen lasse ich dich diese Erfahrung selber machen, falls es passieren sollte. Ich habe keine Elektronik, die ich schweißen kann. Also ich brauche definitiv noch Motoren, ich brauche noch Treibstoff, wenig. Gitter, ich brauche noch. Was? Ich habe keinen Treibstoff und keine Energie mehr. Dann musst du mal wieder herkommen und wieder auffilmen, was hältst du davon? Bin ich schon bei. Gut. Und es geht bald das Baumaterial aus, sag ich jetzt schon, ne? mein Schiff ja auch immer mehr Baumaterial verbraucht hier. Ja. Oh, gerade das habe ich vergessen, ne? Dieses blöde große Stahlrohr. Scheiß Stahlrohre. Immer vergesse ich irgendwas. So. Was ist da alles dran? Wo waren, weißt du noch, wo der Felsen war, wo Magnesium drin war? In einem Felsen war doch Magnesium, ne? Ich meine, da war Kobalt drin. In Felsen. Hatten wir uns die zwei Felsen angeguckt? Nee, ich glaube nur eins. Echt? Na gut, glaube ich dir. Ich hätte gern ein bisschen Magnesium. Wozu brauchst du Magnesium? Für Munition! Munition haben wir noch im Dings, ne? Aber keine, die ich mit dem Schiff verschießen kann. Nein. Das ist der Punkt. Es gibt ja verschiedene Munition. Obwohl, kann ich die Munition. Wir müssen mal gucken, ob die Sachen, die wir da haben, ob die auch Magnesium brauchen, die Magazine. Und wenn ja, könnte ich die ja zerlegen. Dann könnte ich mit den zerlegten neue Munition fürs Schiff machen. Ja. Ja, dann könnte ich Peters Schiff zerschießen. Geht nochmal bei der Rampe da? Peters Schiff in der Rampe. Schutt und Asche legen, könnte ich das denn? Alles fertig? Nein. Drin sind noch der Scheinwerfer, der zweite. So. Notreaktor fehlt allerdings noch. Den kann ich aber eh noch nicht einbauen, weil da eh das Baumaterial fehlt. Von daher macht es ja keinen Sinn. Gerade. So, gut. Fertig. Ich hab's auch geschafft, aufzuladen. Mit Umbaumaßnahmen abgeschlossen. Okay. Dragonfly ist jetzt. Ich kann ja nicht laufen. Irgendwie. Wieso kann ich zwischen Cockpit und Reaktor keinen Block sitzen? Zwischen Cockpit und Reaktor? Nee, Lager. Lager. Weil du im Weg stehst. Jetzt geht's. Ja, deswegen. Weil du im Weg stehst. Deswegen ging es nicht. Gut, wir dürfen jetzt die ganzen Gruppen aktualisieren hier bei mir im Schiff. Alle die Triebwerksgruppen müssen aktualisiert werden und alle möglichen Gruppen. So, die Batteriegruppe bekommt natürlich die Batterie 3 auch noch reingesetzt. Wenn wir hier den Namen von Batterie 2 auch mal ändern, dass das wieder deutsch ist. So, Batteriegruppe bekommt diese Batterie dazu. Speichern, genau. So, gucken wir mal. Haben die alle gleich eingestellt aktuell? Ja, gut, wunderbar. Ich muss gleich gucken, ob ich genügend Triebwerke in die Richtung habe. Fahrwerke passt. Hauptsysteme, habe ich da irgendwas Neues? Die können wir auch abschalten mit den Hauptsystemen. Definitiv Hauptsysteme. Das nehmen wir noch mit. Die nehmen wir auch mit. Speichern. So. So, gut. Dann haben wir noch einmal die Triebwerke. Da haben wir ja ein paar hier gesetzt. Die müssen noch
neu wieder hinzugefügt werden. Speichern. So, nehmen wir das dann mal weg. So, jetzt müssen die hier mal abgeschaltet werden. Dann müssen die aus dem Terminal verschwinden. So. Die werden wir mal auch aus dem Terminal. Dann wir auch gruppieren, die beiden. So, wir sehen noch neue Gruppen machen hier für das Schiff. Hat jetzt das Schiff hat jetzt allein schon 5 Gruppen, ne? Und die brauchen wir nicht gruppieren, die gehen wir aber einfach raus, gleich aus dem Terminal, weil wir die Farbe ein bisschen eingestellt haben. So. So, Reichweite, maximale Reichweite, Intensität. Wenn wir mal noch ein bisschen, kann man natürlich hier einstellen alles. Kann die auch blinken lassen, theoretisch die Lampen, ja. Aber das schenken wir uns mal. So, jetzt gucken wir mal, ob der hier auch Licht macht. Es ist natürlich Tag. Ne, jetzt sehen wir natürlich nicht, ob das Schiff Licht macht ordentlich. Aber es sollte eigentlich gut Licht machen. So, schalten wir bitte aus. Gucken wir mal, ob wir das hier noch sehen können trotzdem. Kann ich jetzt nicht sagen, wie weit er leuchtet, ne? Aber wenn wir dann sehen, wenn es Nacht ist. Ja, ja. Schalten wir ab erstmal. So, Triebwerksgruppe ist erledigt. Das ist erledigt. Gut, dann will ich jetzt mal ins G-Menü rein und gehe auf Waffen und Werkzeuge und sage Gatling-Kanone hinzufügen. Aber warte, die will ich hier auf der 5 haben. Kanone hat keine Munition. Ja, ich weiß. Verdammt! So. Gatlings schalten wir mal ab kurz. Ich müsste Ihnen eigentlich sagen, dass die aus sind. Genau, die Hauptsysteme sind ja eh gerade aus. So, so. Genau, so, gut. Der Rahmen ist schon mal geschaffen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich Munition machen kann. Hast du Silber mittlerweile? Wow. Magnesium, was du brauchst? Silber habe ich nicht und Magnesium auch nicht. Deswegen will ich gucken, gerade ob ich mit den Munition, die wir hier im Lager haben, zerlegen kann teilweise und dann mal gucken, ob ich daraus was rauskriege. Ja, da braucht man Magnesium für. Für die Magazine. Weil ich brauche nämlich den NATO-Munitionskasten für die Gatling-Geschütze. So, dann zerlegen wir auch mal eine ganze Batterie an. Muss man den Reaktor hier aufladen? Der Reaktor kriegt Uran rein dann. Ah, dann muss ich jetzt nämlich auf Uran angewiesen. Oh Mann. Du bist auf Uran angewiesen, das ist richtig. Aber dafür gibt dir der Reaktor gut Power, der große. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viel Power der gibt. Warte mal, der große beim kleinen Schiff. Kann ich aber rausfinden, warte. Der große beim kleinen Schiff, der gibt dir 14,75 Megawatt. Maximal. Mehr kann man nicht. Ja, das ist schon einiges. Kann man echt aus dem Latein draufsetzen? Kann man, die sind aber relativ groß auch. Ja, stimmt. Musst du schon Riesenschiff haben. Hier liegt ein Block einfach so rum. So. Ja, den habe ich aber auch falsch platziert. Mal überlegen. Ja, ich kann nicht weiterbauen ohne Reaktor-Effekt machen. Du kannst trotzdem weiterbauen. Du musst nur irgendwo ein Loch übrig lassen, dass du an den Reaktor noch rankommst. Ja. Ding einfach wir werden dann auch mal in der nächsten Folge vielleicht mal gucken, ob wir dann gleich mal ein bisschen Silber uns besorgen. Okay. Ist lecker hilfreich. Ja, deswegen. So, ich zerlege aber noch ein bisschen Munition hier und mach mal, weiß ich nicht, wir brauchen aktuell eh nicht so viel davon, deswegen mach ich mal, was ist das denn da? Ah, die Buttons sehen irgendwie komisch aus. Na ja, gut. Machen wir mal 229 will ich haben. So, dann haben wir nämlich noch 100 Magazine übrig. Und das sollte reichen erstmal. Locker auch noch so Montageanlage. Und das werden wir jetzt zerlegen. So, Produktion, Demontage. Oh, es wird aber lange dauern, das zu zerlegen. Gut, ja. So.
Versuche mir jetzt langsam mal die Wissen so vorzubereiten, dass ich die Triebwerke anlassen kann. Okay. So, jetzt zerlegt er das. Den und theoretisch kann ich den Reaktor jetzt offen lassen, ne? Sieht schon auch ein bisschen komisch aus, wenn ich da offenen Reaktor habe. Offenen Reaktor? Ja, wenn ich den Reaktor da offen lasse, also so sichtbar. Ne, wenn du ihn sichtbar lässt, kannst du machen, wie du willst. Du kannst das Ding bauen, wie du möchtest, das ganze Schiff. Ja, also auf jeden Fall auseinanderfallen sollte erstmal nicht mehr welchen Reaktor entfernen, oder? Nein. Nein. Nö. Ich könnte theoretisch sogar noch zwei Batterien reinpacken. Nein, kannst du nicht. Weil wir keine Energiezellen haben. Ja, aber Platz dann zu wäre da. Außerdem würde der Reaktor sonst nur die Batterien voll machen und dann würdest du nur Uran verballern. Ich muss auch festgestellt haben, ich habe den Frachtcontainer zu Ende geschweißt. Auch nicht schlecht. So, mein Schiff ist aber allerdings wieder flugfähig und aber die Folge ist zu Ende und deswegen werden wir die Folge erstmal beenden und in der nächsten Folge werden wir dann mal schauen, ob mein Flieger jetzt auch noch Fliegdaten umbauten. Und wir haben, nö, hat dann ein weiteres Triebwerk bekommen. Also, also ein großes Atmosphärentriebwerk nach unten. Das sollte locker ausreichen, um insgesamt 6 weitere kleine Triebwerke zu heben und eine Batterie und 2 Gatling-Geschütze. Von daher. Also ich mir bisher ausgedacht habe, dass ich hier 4 große Triebwerke dran packe nach unten. 4 große, ja, okay. Aber mehr dann auch nicht nach unten, ne? Sollte reichen. Sollte nach unten locker reichen, ja. Auf jeden Fall. Du wolltest ein kleines Shuttle bauen, ja. Ja. Wir aber auch, dafür auch noch Motoren haben. Irgendwann, also wir müssen eh irgendwann anfangen, Komponenten auch mal zu produzieren. Ja, doch, sollte noch reichen für 4 große Triebwerke. An Motore zumindest. Gut, aber in der nächsten Folge machen wir weiter und ich bedanke mich, dass ihr da wart und wir verabschieden uns erstmal und sagen ciao, tschüss und bis morgen. Tschüss. Tschüss.